ihr halt auch mit mir interagieren könnt. Keine Ahnung, ihr könnt mich ja, wenn ihr auch einen Beta-Zugang habt, einfach mal befrienden oder halt, wenn ihr leider nicht mitspielen könnt, mir halt Vorschläge schicken, was ihr halt mal sehen wollt, etc. etc. Und ja, mal gucken. Also ich habe ein bisschen reingeschnuppert bisher in die Beta, gefällt mir soweit alles ganz gut. Auf das Addon freue ich mich sehr, auch wenn es halt keine neue Klasse oder Rasse gibt. Aber haben wir halt auch alles beides erst mit dem letzten Addon bekommen. Von daher bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Und ja, mal gucken. Also es gibt halt ein neues Gebiet, beziehungsweise wir reisen auf die Scherbenwelt, bevor sie zur Scherbenwelt wurde. Noch ist sie nämlich in der Geschichte Draenor. Und der Heimat ist der Heimatplanet der Orks und Draenei und ja, das gucken wir uns mal an. Wir sehen hier das neue, ja, den neuen Startbildschirm, der mit Warlords of Draenor kommt. Gefällt mir soweit sehr gut, ist eine schöne Hommage an den klassischen und den Burning Crusade Startbildschirm. Und ja, ich würde sagen, ich logge mich jetzt einfach mal ein. Und wir gucken uns da mal ein bisschen um. Ich erstelle einen neuen Charakter und zeige euch dabei direkt halt auch mal kurz die neuen Rassenmodelle. Ich gucke nur mal gerade eine Klasse, die man halt relativ gut. Upsala. Todesritter wollte ich nicht. Die man relativ gut repräsentieren kann. Ich nehme jetzt einfach mal den Krieger. Wir sehen hier jetzt das neue Rassenmodell der Menschen. Sieht man auch schön, dass man hier jetzt wieder einzelne Finger hat. Und gucken wir uns auch nochmal die männliche Variante an. Gefällt mir definitiv viel, viel besser mittlerweile. Gucken wir uns mal als Jäger an. Als Paladose. Dann haben wir die männlichen Zwerge. Gefällt mir auch ganz gut. Hier der Bart sieht wirklich super aus. Die Weibchen leider immer noch ohne Bart. Die weiblichen Nachtelfen. Die Gesichter gefallen mir wirklich sehr gut. Das Blizzard hat es hier wirklich geschafft, den Charme der alten Modelle beizubehalten, aber das Ganze trotzdem halt zu modernisieren. Die männlichen Gnome. Die weiblichen Gnome. Weibliche drin. Nein. Ja, hier gibt es noch so einen kleinen Clipping-Fehler. Sieht auf jeden Fall soweit echt super aus, wie ich finde. Männliche Draenei. Auch hier die Gesichter und die Tentakeln. Sieht wirklich super aus. Dann die männlichen Orks. Auch die Gesichter hier einfach großartig geworden. Gibt auch neue Animationen. Die kann ich euch natürlich hier im Startbildschirm nur schwer zeigen. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, bis wir gleich im Spiel sind. Dann haben wir hier Untote. Weibliche. Die Knochen hier sehen viel besser definiert aus. Männliche Untote. Männliche Tauren. Weibliche Tauren. Und Trolle weiblich, Trolle männlich. Die Blutelfen sind leider noch die alten Modelle, aber hier erkennt man so ein bisschen den Unterschied. Also hier, die sind noch nicht so fein detailliert und hier die Finger sehen halt noch sehr klumpig aus. Zum Vergleich nochmal, oder ich glaube, besserer Vergleich wäre dann Nachtelfen. Hier die neuen Finger. Die alten Finger. Also das sieht schon ziemlich großartig aus. Ich dachte mir, wir machen für die Beta-Reihe hier einen weiblichen Trolljäger, den ich jetzt hier noch schnell anpassen werde. Ja, Gesicht suche ich mir mal was Freundlicheres aus. Die Frisur. Nehmen wir das hier. Haarfarbe nehmen wir mal. Weiße. Weiße Haare sehen gut aus. Und Hauer, ja, nehmen wir mal hier ein paar kleinere. Und die kleine nehmen wir jetzt einfach mal. Kiala. So. Verdammt, das war jetzt natürlich doof. Denn eigentlich wollte ich ja einen Level 90 Char erstellen. Und dafür mache ich jetzt hier. Wir haben hier die Auswahl zwischen Stufe 90 Frostfeuergrad Schattenmondtal
und Tarnan-Intro. Frostfeuer, Grat und Schattenmond sind wirklich die reinen Quests, also ohne halt das Vorgeplänkel, was wir halt durchmachen müssen, um halt in die auf Draenor zu kommen. Und bei Tarnan haben wir das halt komplett mit dabei. Und ich denke, es ist halt auch einfach interessanter. Was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt natürlich. Ich bin noch ein bisschen verpeilt, seid mir nicht böse. Dunkelspeere, Ja, die vor. ich weiß. Raus hier. Wobei, das ist vielleicht ganz nett, um euch mal kurz ein paar neue Animationen zu zeigen. Ich guck mal. Oh ja, hier sieht man auch gut das Gesicht, die Gesichtsanimation. Die hat jetzt nicht unbedingt das hübscheste Grinsen, aber das zeigt gut, was die neuen Animationsmodelle drauf haben. Was haben wir denn noch Schönes? Na, Scream war kein Befehl. Nicht. Also das ist echt super animiert, wie ich finde. So, genug von den Animationsmodellen. Zeige ich euch später im Verlauf halt natürlich noch ein bisschen was dazu. Ist halt jetzt nur mal so ein kleiner Vorgeschmack auf die neuen Animationen und also die überarbeiteten Charaktermodelle. Also ich bin da bisher absolut mit zufrieden. Wie gesagt, die Blutelfen sind halt noch nicht da mit dabei. Die werden wohl erst nach dem Release von Warlords of Draenor kommen. Ist auch kein Problem, wie ich finde. So, und jetzt erstellen wir uns hier einen Charakter für das Tarnan-Intro. Und nehmen wir dann Schönes. Ja, komm. Weiblichen Trolljäger. Das Ganze nochmal. Den anderen schaue ich dann nachher nochmal. Die Haarfarbe gefällt mir eigentlich. Nehmen wir Rot. So. Kleine Beißerchen. Und Beißerchen ist ein guter Name. Mal gucken, ob der Name noch frei ist. Ja, Beißerchen ist noch frei. So, wir haben jetzt hier Beißerchen, eine Stufe 90 Jägerin. Und wir betreten jetzt mal die Welt. Es gibt wohl schon die Möglichkeit, Addons zu nutzen. Das mache ich aber halt jetzt auch einfach mal, um halt euch eine unverfälschte Beta zu zeigen. Deswegen lasse ich die jetzt mal aus. Und, also ich habe schon ein bisschen gespielt und es hat mir echt Spaß gemacht. Tolle neue Quests. So, jetzt haben wir hier, was ist neu? New in Warlords of Draenor, Garnison. Build your own personal fortress in Draenor, complete with a mighty army of followers. Ja, es ist sozusagen die Blizzard-Variante von Housing. Lässt wahrscheinlich immer noch genug Diskussionsstoff offen. Mir gefällt es hingegen und ich habe da schon ein bisschen dran rumgespielt und es hat mir echt gefallen. Und ja. Dann die neuen Charaktermodelle und Draenor. Head to the Blasted Lands and talk to Thrall. Start Quest now. Das machen wir auch jetzt. Das dunkle Portal. Attention Heroes, Adventurers, Defenders of Azeroth. Archmage Khadgar, Hero of the Second War, is assembling a coalition of Azeroth's strongest to bravely step through this dark portal and stop the Iron Horse invasion of Azeroth. Champions who are interested in glory can meet Khadgar at the base of the dark portal and Blasted Lands. Safety not guaranteed. Sprechen wir jetzt erstmal Georg Khadgar am Fuß des dunklen Portals in den verwüsteten Landen. Ihr bekommt 5 Gold, 70 Silber und 6850 Erfahrungspunkte. So, die nehmen wir natürlich auch an, die Quest, denn wir wollen jetzt questen. Wir sind questgeil, sage ich jetzt einfach mal ganz frei heraus. Und ja, wir sehen erstmal, hole ich mir die Post aus dem Briefkasten, das nervt sonst. Kriegen einen schönen Drachen geschenkt, den wir aber noch nicht benutzen können. Das müfft. So, wir gucken mal kurz durch die
Angriffe, beziehungsweise ich stelle hier nochmal kurz für mich schnell ein bisschen was ein, damit ich halt hier schnell plündern, schiffen, Action Bus. Untere linke Leiste, untere rechte Leiste, bla bla, leisten, 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 leisten immer anzeigen, ne? So. Wir haben jetzt nämlich hier nur eine Handvoll an Attacken und da brauche ich natürlich mehr. Deswegen ziehe ich mir jetzt mal hier so ein paar Attacken, die ich halt auch aus dem vom Live-Server her nutze. Kampfleiter ist ja schon drin. Begleiter rufen. Ja, machen wir auch mal. Aspekt des Rudels, ja. Erschütternder Schuss, ja. Fallen. Ein-Nullender Schuss. Dum-dum-dum-dum. Adlerauge brauche ich nicht. Fallenschleuder, ja, ist nützlich. Frostfalle. Gegenschuss ist praktisch. Irreführung natürlich auch. Mehrfachschuss. Rückzug, ja. Ruf des Meisters. Sprengfeuerfalle. Tier freigeben. Tier wiederbeleben. Totstellen. Wird jetzt ein zuverlässiger Schuss. Ja, ich glaube, den brauchen wir. Ach, wobei ich habe ja noch gar keine Spezialisierung gewählt, deswegen ist es eigentlich auch wurscht. Da ich wirklich seit Klassik schon durchgehend Überlebensjäger bin, ist dann natürlich die Entscheidung auch relativ einfach. Ich werde Survival Hunter. So, habe jetzt auch hier ein paar Fähigkeiten bekommen. So, jetzt habe ich auch den Explosivschuss, den schwarzen Pfeil und hier den Kobraschuss und noch unverteilte Talentpunkte. Ja, die kommen ja auch noch. So, dann gucken wir mal. So, Vögel waren ganz nett, Sperrfeuer ist gut. Eiserner Falke verringert jeglichen erlittenen Schaden um 10%. Freudentaumel heilt euch sofort um 22%. Während euer Begleiter aktiv ist, regeneriert ihr und euer Tier alle 2 Sekunden 2% der gesamten Gesundheit. Ja, klingt gut. 30er blinder Schuss ist interessant für PvP. Wyverngift ist ein kleiner CC, Crowd Control. Einschüchterung befiehlt eurem Tier das Ziel einzuschüchtern, wodurch 3 Sekunden lang betäubt wird. Dann nehme ich Wyverngift. So, und der Level 15 Talent Rückzug befreit zusätzlich von allen bewegungseinschränkenden Effekten, wird eure Bewegungsgeschwindigkeit 8 Sekunden lang um 60%. Oh mein Haar. Und nehme ich mal Impromptu. Die Level 100 Talente sind exotische Munition. Gestattet es euch, eure Distanzwaffe für den Einsatz von exotischer Munition zu modifizieren. Und dann haben wir die Wahl zwischen Brandmunition. Rüstet eure Distanzwaffe 1 Stunde lang mit exotischer Munition aus. Jeder automatische Schuss fügt allen Gegnern innerhalb von 8 Metern und das ursprüngliche Ziel zusätzlich 268 Feuerschaden zu. Giftmunition. Rüstet eure Distanzwaffe 1 Stunde lang mit exotischer Munition aus. Jeder automatische Schuss verursacht zusätzlich im Verlauf von 16 Sekunden 600 Naturschaden. Wenn der Effekt erneuert wird, wird der verbleibende Schaden dem neuen Effekt hinzugerechnet. Klingt eigentlich super. Eismunition. Rüstet eure Distanzwaffe 1 Stunde lang, ups, 1 Stunde lang mit exotischer Munition aus. Jeder automatische Schuss verursacht zusätzlich 201 Frostschaden und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels 4 Sekunden lang um 50%. Es kann immer jeweils eine exotische Munition gleichzeitig aktiv sein. Da klingt für mich die Brand- und Giftmunition eigentlich mit am besten. Dann hätten wir noch zur Wahl fokussierender Schuss. 40 Meter Reichweite, wirkende 2,62 Sekunden, benötigt Distanzwaffe. Ihr zielt sorgfältig und schießt einen Pfeil ab, der 1.343 körperlichen Schaden verursacht. Eure Konzentration wird dabei gesteigert, sodass 50 Fokus erzeugt werden. Kann nicht aus der Bewegung heraus eingesetzt werden. Ersatz zuverlässiger Schuss und Cobra-Schuss. Einsamer Wolf. While you don't have a pet active, your damage dealt with Auto Shot, Arcane Shot, Cobra Shot, Black Arrow and Explosive Shot is increased by 30% and you are able to provide one of several benefits effects to your party and raid. Klingt auch ganz nett, also für Jäger, die halt nur ungern irgendwie mit Tier rumrennen, aber naja, das Tier gehört halt dazu. Deswegen käme halt für mich dann exotische Munition in Frage. Und die Talente lerne ich jetzt auch einfach mal. So. Alpha-Tier packe ich mal hier oben hin. Die Vögel ebenfalls. So. Wo war jetzt mein Sperrfeuer? Sperrfeuer, Sperrfeuer, Sperrfeuer.
Sperrfeuer ist eigentlich eine ganz nette Sache, finde ich. Also das, was ich so bisher ausgetestet habe damit. Da bin ich jetzt. Na, wo hab ich's denn jetzt? Krieg ich das vielleicht erst noch? Nee, ne? Gegenschuss? Ich will mein Sperrfeuer. Okay. Sperrfeuer. Okay, hier kann ich's rausziehen. So. Ja, dann sind wir jetzt soweit startklar und. Das hier wurde auch so ein bisschen überarbeitet. Wir haben jetzt halt hier die Weltkarte, die halt noch nicht so ganz funktioniert. Hier ist die alte Scherbenwelt. Hier sind Kalimdor. Genau, sagt ein Orgrimmar. Und hier haben wir dann halt auch den Questlog. So, dann wollen wir jetzt gar nicht lange weiter rumfackeln, sondern holen uns hier jetzt unsere Quest ab. Mounts haben wir halt natürlich jetzt bei den vorgefertigten Charakteren auch schon. Da suche ich mir jetzt einfach mal schnell einen aus. Fliegen können wir in der alten, in Draenor eh noch nicht. Ich nehme hier so einen Triceratops. Und hier haben wir auch schon den neuen Kriegshäuptling, Vol'jin. Sorry, wenn ich euch da jetzt Dies sind gespoilert dunkle habe. Zeiten. Was soll denn erstes? Kriege ich jetzt die Quest her? Hallo? Give Quest, please. Jetzt muss ich auch mit euch um hier die Questfeilchen oder was? Oder kriege ich die hier? Dann gehen wir einfach mal zum. In die verwüsteten Lande, in die Blasted Lands. Ich werde des Öfteren noch mit den englischen Begriffen rumschmeißen. Das ist einfach, weil, als ich damals mit World of Warcraft angefangen habe, war halt noch alles im O-Ton und mit englischen Namen versehen. Deswegen habe ich die alten Namen noch drauf. So, ja, Mädel. Neue Flugroute. So, von wem kriege ich denn jetzt hier die Quest? Bisher habe ich halt jetzt mit Allianz gespielt in der Beta. Oh, jetzt komme ich in der Griff der Schatten raus. Oh, Leute, ich will nur die dumme Quest haben. Erkunde Dorota. Super. Ich will ja nicht erkunden, ich will die dumme Quest. Wenn erkunden, dann Draenor. Also sowas. Ja, Macker. Hast du mal eine Quest für mich? So. Übrigens, Katka ist euer Ansprechpartner, wenn ihr irgendwo hin wollt. Okay, gut. Ja, scheinbar gibt es jetzt doch keine Vorquest für die Horde, sondern wir werden direkt nach Draenor geschickt und sollen halt jetzt erstmal hier Azeroths letztes Gefecht machen. Unzählige Male schon habt ihr euch aussichtslosen Kämpfen und ausbrechen die Übeln gestellt. Ihr seid Azeroths letzte Hoffnung, bla bla bla. Geht jetzt Beißerchen für Azeroth. Ja, Questziele: beschafft euch das Schreiben der Eisernen Horde von einem Mitglied der Eisernen Horde am Fuße des dunklen Portals. Gibt 13.700 EP. Ja, machen wir doch. Und das hat hier wahrscheinlich irgendein Heini. Also gucken wir uns mal um. Ich muss hier mal kurz ein bisschen was umstellen. So. Stelle ich jetzt einfach mal ein bisschen um mich rum. Ich merke gerade, dass ich gar keinen Begleiter habe. Ich rufe jetzt einfach mal eine Katze. Das liegt immer noch.
So. Ah, dann haben wir auch direkt das Schreiben. Quest hier beenden. Das Schreiben trägt das Siegel des Kriegshunden-Clans. Ich meine, ich bin noch im Kampf. Ja. Dieser gefaltete Brief mit dem Zeichen von Gromma Schöllschrei sieht vielversprechend aus. Ihr bekommt 13.700 EP. Deaktiviert die zwei Teufelsspitzen des dunklen Portals. Die... Oh, was kommt da für ein dicker Ballermann? Die sind hier drin, in diesem Turm. Da renne ich jetzt mal hin. Ah, hier wird uns auf der Weg markiert. Die Karte ist leider noch nicht so wirklich funktionell. Und, ja. Wie gesagt, das ist halt alles noch Beta. Ah, jetzt. Das heißt, es funktioniert auch noch nicht alles so, wie es soll. Das gehört halt dazu, da darf man nicht... So. Aufmounten und weiter geht's. Also wie gesagt, ich spiele jetzt schon seit vielen Jahren World of Warcraft. Ich habe angefangen mit Classic, kurz bevor Burning Crusade rauskam. Ja, schöne Scheiße. Ah, jetzt geht's. Das hatte ich mit meinem anderen Scheiß auf dem Beta-Server nicht, aber nun gut, das passiert halt. Wie gesagt, ist alles noch Beta. Ja, World of Warcraft, Burning Crusade war für mich wirklich mein Einstieg in World of Warcraft. Vor war natürlich auch ganz nett und so, alles auch wirklich so aktiv gespielt habe ich erst mit Burning Crusade, und es ist halt für mich eigentlich auch ein schönes Gefühl, halt mal wieder zurückzukommen, auch wenn es hier noch ein bisschen anders aussieht, als es halt in Burning Crusade war. Wir sind hier quasi in der Vergangenheit, beziehungsweise einer alternativen Zeitlinie, und kriegen hier auch direkt mal eine Waffe als Questbelohnung, eine schöne blaue, die ist auch viel besser als meine. Da sage ich natürlich nicht nein. Achso, nee, ich muss erst die Quest machen. Betretet die Seelenmaschine unterhalb des dunklen Portals und legt dann das dunkle Portal still. Ja, das läuft hier nämlich noch, und das wollen wir halt nicht, weil sonst immer mehr Grünkohlköpfe rauskommen, und das kann man natürlich nicht dulden. Nicht rauskommen, reinkommen, und die wollen dann nach Azeroth, und das ist ganz schlecht. So, jetzt sind wir in diesem komischen Ding. Enter Gul'dans Prison. Mal der brennenden Klinge zerstört, mal der Hand zerschmetterten Hand zerstört, mal des Schwarzfelds zerstört. Ja, das hier mit diesem Grafikfehler ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Muss ich halt mal gucken, inwiefern das jetzt hier einschränkt. Ja, mache ich erstmal das andere. Das ist halt gerade echt so ein bisschen, ja, unpraktisch. Gucken, ob es vielleicht funktioniert, wenn ich irgendwie an den Grafikeinstellungen was mache. Ich habe die jetzt auf niedrig gesetzt, um halt hier relativ ruckelfrei spielen zu können, damit ihr halt auch was davon seht. Hübsch ansehen könnt ihr es euch immer noch, wenn es erscheint. Das mache ich mal spaßeshalber auf Ultra. Übrigens ist es auch schön, es gibt eine Funktion, dass ihr halt umstellen könnt von alte Grafikmodelle auf neue Grafikmodelle. Ich zeige euch gleich mal in einer ruhigen Minute. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, es funktioniert noch.
Ja, ich habe halt jetzt alles auf Minimum gedreht, um halt hier irgendwie. Ah, jetzt geht's. Damit es hier nicht ruckelt, damit ihr ein relativ flüssiges Spiel seht. Wir haben jetzt hier eine Bildrate von, ja, zwischen 30 und 50 Frames pro Sekunde. Ich denke, das ist definitiv ausreichend. So, und jetzt muss ich hier noch irgendwas deaktivieren, glaube ich, ne? Stasis-Rune. Die müsste jedenfalls hier sein. Kumpel, ich visier mal. Ne, geht nicht. Ja. Das ist natürlich jetzt großartig, dass hier. Ich mache mal ein Interface Reload. Okay, geht nicht. Dann logge ich mal kurz außen wieder ein, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. So, mal gucken, ob es jetzt was gebracht hat. Ja, und sonst so. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist natürlich eine Top-Voraussetzung. Und ich weiß gerade echt nicht, was ich jetzt machen soll. Vielleicht, ich setze mal die. Was denn? Erweitert. Grafikschnittstelle. Ich wechsle mal auf alte Charaktermodelle, mal gucken, ob das was bringt. Sonst weiß ich halt nämlich gerade echt nicht weiter. Scheint irgendwie verbuggt zu sein, so wie die da gerade rumstehen, die bestellten nicht abgeholt. Tja. Damit bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfragt.